Na Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! Der frühe Morgen des 27. Juli 1942. Das U-Boot 552 operiert auf ein feindliches Geleit. Wir haben schon ins Wespennest reingestochen, leider ein Fehlschuss dabei gewesen. Naja, und jetzt geht hier die wilde Party los. Nochmal zur Erinnerung, ich glaube, wir hatten 7 Kriegsschiffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und vergleichsweise wenige Frachter. Einen haben wir zu den Fischen geschickt. Und bevor wir jetzt abgedrängt werden und tauchen müssen, würde ich gerne ihn hier noch mitnehmen. Ich weiß, letzte Folge war ein bisschen ungewöhnlich kurz. Sehen wir zu, dass wir diese Folge dafür ein bisschen länger machen. Ist mir beim Aufnehmen gar nicht so richtig aufgefallen, ehrlich gesagt. Manchmal ist es so. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier hinterher kommen. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Die werden uns... Das wird nicht lange dauern, dann haben die uns. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das winzig kleine Zeitfenster, was wir jetzt noch haben, nutzen, um ihn hier noch zu versenken. Wenn es irgendwie geht. So, wir haben hier diesen, den lageunabhängigen Torpedo. Der dreht hier immer noch seine Runden, aber ich glaube, wir haben gerade so Pech. Der kommt da nicht mehr rechtzeitig dran, ne? Wobei, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Das wäre ja der absolute Knüller. Dann könnten wir nochmal ein bisschen umdisponieren und tatsächlich hier nochmal einen von den anderen angreifen. Ihn hier zum Beispiel. Oh, das sieht verdammt gut aus. Schaut euch die Linie an. Der müsste ja immer noch mit derselben... Mit demselben Tiefgang unterwegs sein. Ach du Scheiße, das könnte funktionieren. Das wäre ja der absolute Brüller. Hat noch nie funktioniert. Also, dass die quasi diese Art Suchkurs eingehen und dann noch treffen, obwohl sie ursprünglich daneben gingen. Das wäre der absolute Wahnsinn, Leute. Aber wahrscheinlich funktioniert es nicht. Ah, sieht nicht gut aus. Ich weiß aber auch nicht, ob die ursprünglich eingestellte Torpedotiefe beibehalten, wenn die dann in diesen... Treffer! Ich glaub's ja nicht! Wie geil, wie viel Glück kann man haben? Das Kleeblatt, Leute, das Kleeblatt. Das Kleeblatt. Okay, dann, ja, schauen wir mal, wie viel der abbekommen hat. Das ist ja der Hammer. Ordentlich. Beidrehen. Was macht mein Torpedokurs? 37. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir greifen den auf jeden Fall noch an. Schaut mal. Egal wie der jetzt rumzackt, der kommt irgendwie so in diese Richtung. Und wir fahren dem jetzt schön entgegen. Also wir fahren genau im 90 Grad Winkel drauf. Und nehmen den auch noch mit. Ist ja der pure Wahnsinn. So, einmal schauen. Seerohr ausrichten. Bereits maximal ausgefahren. Sag mal, kann es sein, dass das Ding wieder nicht... Doch, Tiefenruderstation ist besetzt. Kriegen wir schon hin. Moment, ich muss den einfach jetzt manuell einfangen, weil der ist quasi, auf, wenn man sich die Kartenansicht anschaut, dann ist der einfach außer Sichtweite. Das war schon zu weit. Irgendwo hier in dem Bereich muss der sein. Da ist er doch. Das ist er. 100 Pro. Oder? Komm, lass mich den einrasten. Einrasten, sonst muss ich ausrasten. Oh, der war auch flach. Komm schon. Er will einfach nicht. Er will nicht. Müsste aber theoretisch funktionieren. Hat gerade schon aufgeblinkt, habt ihr gesehen? Näher ranzoomen. Komm schon, komm schon, komm schon. Kartenansicht. Scheiße. Beide Maschinen langsam Fahrt voraus. Was machen die Kriegsschiffe? Hier, hier. Der ist nach hier draußen gefahren. Die sind aktuell noch alle komplett falsch. Wir könnten also noch weitermachen. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Ich muss den jetzt irgendwie hier ins Seerohr bekommen. Das ist ja Mist hier. Unruhige See. Also ja, ich drücke die ganze Zeit E, er will aber nicht. Scheiße, 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 komm schon. So viel zum Kleeblatt. Mist, das wird aber nichts. Okay, jetzt kommt er aber auch in Sichtweite geschippert, den haben wir gleich, da ist er. So, Kurs berechnen, wir sind schon bei 40%.
Herr Weber, übernehmen Sie das. Ach, der alte war im Beobachtungsperiskop. Vielleicht hat es deswegen nicht funktioniert. Dann werden wir nämlich auf ihn hier auch noch rechnen. Wir haben ja auch noch ein Hecktorpedorohr. Nun stellt euch mal vor. Das könnte funktionieren. So, Herr Weber. Berechnen. Kursberechnung für ihn sieht gut aus. Kurs sieht gut aus. Da kriegen wir einen super Winkel für den Aufschlagzünder. So, wie geht's ihm eigentlich? Der säuft ab. Ja. Da ist nichts mehr zu holen, Männer. Eieieiei, hätte ich ja nicht gedacht. Und ich erinnere nochmal ganz kurz an den Fakt, dass wir hier 7 Kriegsschiffe haben. 7 Stück. Aber sobald uns einer geortet hat, dann wird es hier wirklich richtig, richtig unangenehm. Wir bleiben auf kleiner Fahrt. Wir schippern hier noch ein bisschen näher ran, sodass wir von ihm auch weit genug weg sind, dass wir hier mit dem Hecktorpedo schießen können. Könnte ja auch noch klappen. Irgendwo hier muss auch noch einer gewesen sein. Den haben wir aber gerade hier aus der Peilung verloren. So, jetzt nicht zu nah dran. Alle Maschinen stopp. Luftqualität 44%. Jetzt ist eigentlich eh schon alles wurscht. Wir fahren den Schnorchel aus und lüften einmal durch. Also wenn sie uns jetzt noch nicht entdeckt haben, was ist denn los mit denen? So, der übliche Zickzackkurs. Ja, das sollte funktionieren. Schauen wir mal, der wird sich jetzt wieder hier so ein bisschen abwenden. Das heißt, wir könnten sogar noch ein bisschen näher dran. Kleine Fahrt voraus. Was macht die Kursberechnung für den anderen? 62%, wunderbar. Bin ganz leicht unruhig, muss ich sagen. Wir korrigieren den Kurs nochmal, ganz klein bisschen. Und dann werden wir beide Maschinen stoppen. So, jetzt sind wir ziemlich genau in der Mitte drin. Zwischen den beiden. Okay, jetzt mal ganz kurz Konzentration. Wir brauchen ihn hier. 90%, ausgezeichnet. Das ist der alte. Ah, der ist noch, Moment. Was haben wir denn hier? Torpedokurs berechnen. Er ist auf ihn ausgerichtet. Gut, ich werde sowieso mit Aufschlagzünder hier schießen. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig. Empire Bell haben wir hier. Okay, der hat ordentlich Tiefgang. Aber wir schießen in jedem Fall mit Aufschlagzünder. Dann gehen wir da mal auf 6 Meter Tiefe. Und der andere? Ja, wir müssen jetzt auch gleich schießen, ne? Aber das kriegen wir noch hin. Malo. NA1. Das war Tiefgang 3,7 irgendwas. Sowas um den Dreh. 2,5. Was haben wir gesagt? 6, oder? Habe ich 6 gesagt? Empire Bell. Verdammt, ich habe es echt vergessen. Also 3 und... Ja, machen wir ruhig 7. Na, machen wir 3 und 6,5. Um sicher zu gehen. Okay, wir müssen schießen. So. Zerstörer. Alles noch gut. Okay, wir schießen. Aufschlagzünder. Das ist ein T5, den nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen den T2. Aufschlagzünder. Torpedotiefe 6,5. Rohr 2. Los. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, dann ihn hier. Malo, haben wir gesagt. 3, na, 2,5. Rohr 5 bewässern. Wird eh zu selten bewässert. Aufschlagzünder. Torpedotiefe 2,5. Machen wir 3. 3 ist in Ordnung. Schön tief. Rohr 5 los. So, jetzt schauen wir mal. Und das war auch ein Frachter hier, oder? Gott, wenn wir da auch noch drankommen, Leute. Wir setzen schon mal Kurs. Kleine Fahrt voraus. Außenkamera bitte. 10 Sekunden bis Einschlag. Volltreffer im Heck.
könnte schon gereicht haben. Den hat's gut durchgewirbelt hier. Ah, der säuft ab, oder? So, der andere? Müsste ja theoretisch eher hier hinten sein, oder? Wir sind ja hier ungefähr in der Mitte. Ah, das hätte schon krachen müssen. Ging der daneben? Hat die Tiefe vielleicht doch nicht ganz gepasst? Okay, schnell reagiert. Nee, schlägt jetzt erst ein. Wenn er einschlägt. Jawohl. Leute, Leute. Innerhalb von, also wirklich kürzester Zeit, haben wir das Ding hier in ein Schlachtfeld verwandelt. Und der nächste säuft ab. Und es sind nur 5. Stellt euch vor, wenn wir den jetzt auch noch mitnehmen. Volles Risiko, beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Schnorcheln nochmal einfahren. Wir setzen dem anderen Frachter auch noch hinterher. Prien darf rechnen. Wo haben wir ihn? Der ist auch schon identifiziert. Der Alte. Kriegen wir den vielleicht auch noch irgendwie ins Periskop? So, einmal lösen hier bitte. Haben wir den jetzt? Ah, schwierig. Aber wenn wir den jetzt irgendwie noch erfasst bekommen. Ja, jetzt drehen wir uns natürlich gerade. Ist jetzt denkbar schwierig. So, hat das denn gereicht? Der ist ja schon auf jeden Fall evakuiert. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Alle anderen sind abgesoffen. So, jetzt läuft er aber direkt auf uns zu und ich denke, jetzt haben sie uns auch langsam mal hier in der Horchpeilung, oder? Das kann ja nicht sein. Wir machen auch ganz schön Radau hier. Ich brauche Männer an den Motoren. Äußerste Kraft voraus. Da gehen wir jetzt ein bisschen Risiko. Oh, oh, oh. Wir werden... Das ist allerdings noch Leuchtmunition. Das ist eine Korvette. Aber die hat jetzt schon angefangen zu feuern. Aber es ist Leuchtmunition. Die wollen natürlich, klar, die hätten ganz gerne gewusst, wo wir uns befinden. Die anderen Kriegsschiffe. Ich hoffe, dass wir jetzt auch wirklich alle in der Horchpeilung haben. Okay, wir rauschen da jetzt mal drauf zu. Falls wir den nicht kriegen, ist nicht so dramatisch. Aber es wäre natürlich jetzt echt noch die... Die Sahne auf der Torte. Also irgendwie ist... Also entweder stelle ich mich hier wirklich an wie der erste Mensch. So, jetzt haben wir... Oder irgendwas ist vielleicht gerade so ein bisschen vermurkst. Kriegt den hier nur nicht richtig gelöst. Komm, lösen. Mit E. Sorry, Leute. Ist gerade ein bisschen zäh, ne? Okay, aber... Moment mal. Geht das nicht auch anders? Der Alte hat übrigens gerade auch einen Erfahrungspunkt dazu gewonnen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedokurs mit Torpedo ausrichten. Torpedokurs berechnen. So. Ich krieg jetzt hier einfach das Ziel nicht gelöst, ne? Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es mein eigener Fehler. Bin zu doof, aber wir müssen ja sowieso nur ungefähr auf 0 Grad kommen. Wir fahren ja schon direkt drauf zu. Also irgendwo hier drüben muss der sein. Aber wir sind doch niemals auf Zero-Tiefe, oder? Wir sind doch ein bisschen zu tief. Kann das sein? Das liegt einfach am Seerang, am Seegang. Zero ist ganz ausgefahren. Da, das muss er sein. Einrasten. Eingerastet. Ausgezeichnet. Dann können wir nämlich jetzt hier auch noch mit dem Alten auf den rechnen, in der Hoffnung, dass wir in der Kürze der Zeit hier noch einen Kurs bekommen. Die wissen schon ziemlich genau, wo wir sind. Der hat sich jetzt auch umorientiert. Er hält auch drauf zu. Das wird jetzt eine ganz knappe Kiste. Oh Gott, oh Gott. Wir setzen hier schon mal eine Markierung. Werden wir nicht brauchen, ne? Aber den müssen wir wahrscheinlich noch mit der Bordkanone. Dem müssen wir noch den Rest geben. Der dürfte abgesoffen sein. Ja, ein bisschen schneller laufen lassen. Kommen wir da noch dran? Könnte klappen. Jetzt ist der Winkel natürlich super ungünstig, aber das ist auch ein NA1-Satz. Glaube ich, hatten wir schon identifiziert, oder? Das reicht einfach nicht. Okay, wir nehmen den Zaunkönig. Wir jagen dem den Zaunkönig hinterher. Ich will jetzt nämlich tatsächlich auch langsam echt mal tauchen hier. Oder nehmen wir den Zaunkönig? Ich würde sagen, ja. Trotzdem müssen wir den Kurs für den haben. Sonst können wir den Zaunkönig nicht abfeuern. Das ist natürlich
die Krux an der Sache. Dann könnte man es den Zaunkönig vielleicht auch sparen. Ich weiß nicht genau, wie weit wir... Wir versuchen es mal. Oh, scheiße, das wird jetzt echt eng. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, hier. Seht ihr, wir haben noch nicht genügend Informationen. Man kann einfach kein Torpedo abfeuern, wenn man den Kurs noch nicht zusammen hat. Ich glaube, er müsste mindestens 50% sein. Ich lasse ein bisschen schneller laufen. Wir haben noch ein bisschen, kommen wir noch. Einmal Stopp. 57%. Das muss genügen. Nehmen wir jetzt den Zaunkönig. Ja, der zackt jetzt so durch die Gegend und der Winkel ist so ungünstig. Wir schießen. Zaunkönig ist hier geladen. Ja, Aufschlag zünden. Das macht ja eh keinen Unterschied, oder? Beim Zaunkönig. Einfach feuerfrei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Läuft das Spiel eigentlich? Jetzt. Rohr 1 bewässern. Und dann würde ich sagen, geht's auch schnell ab in den Keller. Wenn der jetzt auch noch trifft, dann haben wir den kompletten Konvoi zerlegt. Und da sind nur noch die 7 Kriegsschiffe übrig. Rohr 1, los! Nicht so viel Radau machen, jetzt beide Maschinen kleine und schnell auf Tiefe gehen. 100 Meter sind garantiert nicht zu wenig. So. Kursbestimmung. Blaues Licht ist an. So, jetzt zieht sich hier aber echt die Schlinge zusammen. Okay, also ich vermute mal. Das wird jetzt unangenehm, Leute. Das wird richtig unangenehm. Ich packe den Alten in die Kajüte. Einfach, damit er jetzt sich ausruhen kann. Wir werden den auf jeden Fall noch brauchen. Und wir schauen mal, solange wir hier oben noch irgendwas zu sehen bekommen. Wir hängen uns hier mal mit der Kamera dran. Und schauen uns das Spektakel von oben an. Moment. So. So, der Zaunkönig. Der sollte er treffen. Sucht sich sein Ziel. Außer er dreht vorher ab. Aber wir haben ihn genau in diese Richtung gejagt. Und der dürfte schon ordentlich Lärm produzieren hier. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. Was der Aal macht, sieht gut aus. Okay, und was machen wir? Diese Richtung. Ja, jetzt wissen die natürlich genau, wo wir sind, ne? Aber wir kommen hier schon raus, keine Sorge. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir haben ja auch Täuschkörper an Bord. Junge, Junge, Junge. Sämtliche Frachter rausgeballert und nur noch mal... Ich wollte es nur einmal noch angemerkt haben. 7 Kriegsschiffe als Geleitschutz. 7. Und die waren zu dusselig, ihren Konvoi zu schützen. Dann haben sie es echt nicht besser verdient. So, sorry, ich hoffe, das war nicht zu laut. Der Bordhund ist mal wieder ein bisschen durchgedreht. Und da ist es auch soweit. Ausgezeichnet. Also, Treffer auf den letzten Frachter. Und jetzt kommt voraussichtlich die Abrechnung. Schauen wir mal. Moment. So. Sollte ja wohl gereicht haben. Wobei bei den Zaunkönigen, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, die schlagen natürlich immer an der Schraube ein. Und ich weiß nicht, wie weit die Simulation da schon ist an der Stelle, dass das wirklich simuliert wird, dass die Schraube dann auch im Eimer ist. Normalerweise, wenn hier ein Aal reinrauscht, ne, dann sollte ja nicht viel übrig bleiben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Aber er hängt schon ziemlich drin. Der säuft doch ab, oder? Der kommt nicht mehr weit, würde ich mal behaupten. Hoffe ich zumindest mal. Evakuiert ist er noch nicht. Okay, schauen wir mal. Wir müssen uns hier mal einen Überblick verschaffen. So, jetzt zieht sich natürlich hier die Schlinge schon unangenehm zusammen. 2 Zerstörer. Weber hat die Täuschkörper. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich würde fast... Wir schauen jetzt mal, was die Zerstörer machen. Da werden wir so einen Kurs hier setzen. Sobald die Wasserbomben kommen, drücken wir den Täuschkörper raus und versuchen hier in diese Richtung abzulaufen. Hier setzen wir mal noch eine Markierung drauf für den Fall der Fälle. Noch einen Blick riskieren hier oben an der Wasseroberfläche. Ah, ich glaube, die sind wenig begeistert. Aber die fahren jetzt schon, ne? Beide quasi direkt auf unsere Position. Also die dürften uns schon in der Peilung haben. Okay, wir gehen mal in den Keller runter. Kapitän,
Wir befinden uns auf 100 Meter Tiefe. Schraubengeräusche sind deutlich wahrnehmbar dort oben. Jetzt ist halt die Frage. Kommen jetzt Wasserbomben? Wir sind unterwegs mit kleiner Fahrt. Würde ich so beibehalten? Frage Sauerstoff. Sieht alles wunderbar aus. Ich höre immer noch die Bordkanonen feuern. Es kam noch keine Meldung bezüglich Wasserbomben. Hey, Level Up für den Alten. Habt ihr gerade gesehen? Gerade in dem Moment. Nicht schlecht. Was ist da los? Oder ziehen die erstmal alle ihre Kräfte zusammen? Jetzt kommen die Wasserbomben. So, ich brauche aber tatsächlich auch jemanden hier kurz am Kartentisch. Okay, wir setzen den Plan in die Tat um. Unabhängig davon, was die Kriegsschiffe da oben fabrizieren, wir drücken mal einen raus. Schaden kann das in gar keinem Fall. Dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Auf 130 Meter. Und nutzen den ganzen Radau aus. Schleichen uns, wenn es geht, mit halber Fahrt davon. Und jetzt hoffen mal, dass die ihre Bomben nicht zu genau eingestellt haben. Sonst könnte das jetzt hier auch ganz schnell ganz, ganz unbequem werden. Die sind nah. Die liegen nicht weit entfernt, die Wasserbomben. Meter. Ich höre jetzt keine Schraubengeräusche mehr. Haben die jetzt abrupt gestoppt? Wir schauen nochmal. Okay, wir hören jetzt natürlich nichts mehr. Wasserbomben. Könnte schon gut gehen. Muss aber nicht. Rohr 1 ist nachgeladen. Ich würde die ganze Sache gerne ein bisschen beschleunigen. Bänder. An die E-Motoren. Solange da draußen so ein Radau ist, gehen wir hier auf AK. Schneller, schneller! Einfach um noch ein bisschen Distanz zu schaffen. Und dann werden wir wieder zusehen, dass wir Ruhe ins Boot reinbringen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Okay, die nächste Serie. Ich glaube, diese Wasserbombenmeldung kommt ja immer genau in dem Moment, wenn Wasserbomben abgeworfen werden. Also die sind schon fleißig da oben. Wir gehen jetzt mal mit der Fahrt ein bisschen runter. Langsame Fahrt voraus. Langsam einfach ein bisschen leiser werden. Die nächste Wasserbomben-Serie. Die drehen richtig durch da oben. Ja, ich hoffe, dass sie angebissen haben und dass die jetzt einfach unseren Täuschkörper hier angreifen. Der Alte ist noch ganz entspannt hier. Aber die Detonationen sind jetzt schon deutlich weiter weg. Kleine Fahrt. Ganz ruhig, Männer. Wasserbomben. Und die nächste Wasserbomben-Serie. Aber ich glaube tatsächlich, dass die jetzt einfach auf unseren Täuschkörper gehen.
Ja, war keine so schlechte Idee mit dem Kleeblatt. Eieieiei. Verschaffen wir uns nochmal einen Überblick. Ja. Nach hinten ablaufen. Er scheint aber immer noch nicht abgesoffen zu sein, aber ist auf jeden Fall stehen geblieben. Ich hoffe, für den anderen hat es auch gereicht. Wir haben so ein paar Horchkontakte. Hier drüben ist halt zu viel Radau. Aber er hält schon auch gut auf uns zu. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier noch ein bisschen länger dauert. Ah, da hinten sieht man auch die Detonationen. Aber wenn das die Wasserbombendetonationen sind, dann sind die ja super hoch angesetzt. Seht ihr das? Aber sie lassen sich nicht lumpen, ne? Da ein bisschen Feuerwerk, eine Detonation nach der anderen, aber die sind alle weit, weit weg. Viel, aber komplett an der falschen Stelle. Nur er bereitet mir jetzt tatsächlich so ein bisschen Kopfschmerzen. Der schippert halt schön gemütlich in unsere Richtung. Junge, Junge, aber so viele Wasserbomben insgesamt. Na, die reine Anzahl hatten wir auch schon lange nicht mehr. Nochmal ein Häkchen. Wir schnappen uns ihn nochmal. Ich will nochmal ins Boot rein. Frage Sauerstoff. Alles gut, und wir haben ja auch Kaliumabsorber. Ich würde es nur ganz gerne vermeiden, zu viel Radau zu machen. Wir bleiben auch auf kleiner Fahrt. Das muss schon irgendwie drin sein. Wir haben minimal Wasser in der Bilge. Also in der Zentrale meine ich natürlich. Die Bilge liegt ja eigentlich korrekterweise, glaube ich, darunter. Ne? Bilge ist ja unter den Bodenplatten, der Bereich. Was machen die Seemänner? Machen eigentlich einen erstaunlich entspannten Eindruck. Ne? Aber gut, ich meine, die sind unglaublich erfahren alle mittlerweile. Da hat ja jeder jetzt locker, das ist ja jetzt, glaube ich, die 9. Unternehmung, oder? Also einige Offiziere haben ja nach der letzten Feindfahrt diese Auszeichnung bekommen für die 8. Feindfahrt. Und seitdem ist auch so ziemlich die ganze Besatzung beisammen. Eingeschworene Gemeinschaft. Richtige Veteranen. Und das 42, wir haben ja noch ein paar Jährchen vor uns. Das wird echt die ultimative Crew irgendwann. Wenn wir so weit kommen, mal schauen. Wasserbomben. Wasserbomben. So, die nächsten Wasserbomben. Wie schaut's denn aus? Ich höre auf jeden Fall nichts da oben. Da ist der andere Zerstörer. Ah, ich denke, wir können mal ganz vorsichtig hier ein bisschen schneller laufen lassen. Die werfen hier halt super viel ab, ne? Deswegen haben wir jetzt auch die Horchkontakte verloren. Gut, wir können natürlich auch hier einmal durchtauschen. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser, aber da ist einfach zu viel Radau. Deswegen haben wir hier einfach keinerlei Kontakte aktuell. Sichtkontakt? Okay, ich dachte schon, ich hätte irgendwie auf Auftauchen geklickt. Nein, 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 das war... Hat nicht gestimmt. Oh Gott, stellt euch vor, hier auftauchen. Aus Versehen... Und dann nicht gespeichert haben. Wasserbomben. Wasserbomben. Ich denke, so kommen wir ganz gut. Ich denke, wir können sogar jetzt einfach mal stehen bleiben. Beide Maschinen. Stopp. Und wir warten einfach mal ein bisschen. Die drehen natürlich jetzt alle da oben noch ein bisschen hohl. Lass mal so mal machen. Wer viel wirft, der hat bald nichts mehr. Ist auch noch nicht ganz abgefertigt hier. Da schaut noch ein bisschen was raus. Was ist mit dem letzten Frachter geworden, frage ich mich.
Ich hoffe mal, dass wir den zumindest... Gut, ich meine, er ist nicht so übermäßig viel Tonnage, aber der Vollständigkeit halber... Es wäre natürlich schon wirklich eine richtig schöne Sache, wenn wir hier wirklich den kompletten Konvoi zerlegt hätten. Mit dem ersten Angriff, also mit dem, sagen wir mal, mit dem ersten Zeitfenster, was sich uns geboten hat. Doch, der liegt ja hier, das ist der, oder? Das müsste eigentlich sein. Ja, ich glaube schon, das müsste der hier sein. Wie heißt der? Unbekannt steht hier noch, aktuell. Ja, das war der, genau. Genau. Ja. Eieiei. So, was machen die Zerstörer? Beziehungsweise die Kriegsschiffe. Also sie suchen auf jeden Fall noch. Ah, wir bleiben hier liegen. Die entfernen sich erstmal. Ich meine, die haben jetzt natürlich auch nichts mehr zu bewachen. Gerade losgeschippert. Was machen die dann? Lösen die sich auf oder bleiben die Kriegsschiffe dann auch in einer Gruppe zusammen? Schraubengeräusch, kleine Gruppe, Einzelfahrer. Gut, da werden wir so schnell nicht drankommen, solange die uns hier noch unter Wasser halten. Ist aktuell ein bisschen schwer zu sagen, was die jetzt machen. Ne? Ob die jetzt noch weiter suchen oder... Auf die Luft müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen Acht geben. Oder ziehen die langsam ab? Ich hatte beinahe den Eindruck, die ziehen langsam ab. Aber sie fahren halt auch alle in unterschiedliche Richtungen. Aber es kann natürlich schon sein. Wenn wir jetzt alle Frachter versenkt haben, dass der Konvoi quasi aufgelöst wird. Ah, mit dem Auftauchen müssen wir ja schon noch ein bisschen warten. Das ist die Frage, was machen wir mit der Luftqualität? Sollen wir einmal durchpusten, mit Kaliumabsorbern oder riskieren wir es hochzugehen und stecken den Schnorr hier raus? Drei Schiffe haben wir noch an der Oberfläche. Alle liegen geblieben. So, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Frage Distanz. Fast 5 Kilometer sind die schon weg. Die sollten ja alle evakuiert sein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Zero-Tiefe gehen. Wir riskieren das jetzt. Die ziehen ab. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir sind hier unten. Qualität. Ja. Gut, wir steigen jetzt erstmal auf. Gehen wir auf Seerohrtiefe. Schauen uns das Ganze auch mal an, optisch. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich den Schnorchel einmal rausstrecken und mal ein bisschen durchlüften. Dann haben wir an der Wasseroberfläche noch ein bisschen was zu tun. Sofern die Zerstörer und Kriegsschiffe mal abziehen, haben wir da oben ja freie Bahn. Und wenn wir ganz viel Glück haben, können wir auch noch auf den Einzelfahrer gehen. Was auch immer das für einer ist. Ja, da will ich schon auf Frachter tippen. Wir teilen ihm mal noch vorsichtshalber einen weiteren Matrosen zu. Er ist ausgeruht, ausgezeichnet. Wir schauen gerade mal bei dem Alten rein. Was sagt die Tiefe? 70 Meter. Er hat ja einen weiteren Punkt bekommen. Was kann man denen überhaupt noch geben? Ja, das habe ich ewig nicht mehr gebraucht. Ne? Also da scheinen sie auch irgendwas geändert zu haben an der Mechanik. Weil es ist richtig lange keiner mehr in Panik geraten. Artillerist haben wir ja schon. Und da ich die sowieso in der Regel manuell versenke, braucht es das eigentlich auch nicht wirklich. Und das hat er schon, oder? Und da kann man hier auch noch was auswählen. Nee, das kann man ja gar nicht verändern. Denn Zeit hätten sie ja genügend, eine neue Sprache zu lernen bei all den Wochen auf Boot, auf See. Gut, was könnten wir ihm sonst noch angedeihen lassen? Die hätten wir noch zur Verfügung. Unterstützer, wenn Stress an Bord während einer Alarmsituation zum ersten Mal auf 100% steigt. Ja, okay, das ist wahrscheinlich noch das Beste. Würde ich mal sagen. Dürfte wegen mir auch gerne noch alles ein bisschen diffiziler ausgebaut werden. Alles ein bisschen umfangreicher hier, dieses ganze Skillsystem. Also ist cool, dass es da ist, aber ich hätte tatsächlich, das dürfte, könnte man ruhig noch ein bisschen ausweiten. So, wie schaut's denn aus? Boot steigt langsam, Luftqualität 18%. 60. Drücken wir mal ein bisschen auf die Tube. Nochmal einen Blick auf die Karte werfen. So, wir sind oben.
Knorchel raus. Weber ist schon ins Seerohr gegangen. Schauen wir mal. Okay. Da dürfte nicht mehr viel fehlen. Wie schaut's aus? Wir gehen jetzt natürlich noch nicht ganz hoch. Solange die hier noch in der Nähe sind. Jetzt geht's erstmal nur darum, Sauerstoff wieder aufzufüllen. Dann werden wir den Schnorchel, denke ich, auch wieder einfahren. Als Vorsichtsmaßnahme. Wir bleiben gestoppt hier liegen. Warten, bis sich die Kriegsschiffe verzogen haben. Dann tauchen wir auf. Versenken das, was da oben noch so übrig ist. Und dann sind wir ja noch mehr als handlungsfähig. Wie viele Aale haben wir jetzt verballert? 5 Stück müssen es gewesen sein, ne? Versorger ist ganz in der Nähe. Dann können wir nochmal 4 Stück wieder auffüllen. Das heißt, wir sind fast wieder voll. Nach dem ersten Konvoi Treibstoff auffüllen. Ich denke, wir werden hier noch eine ganze Weile unterwegs sein. Hat sich bislang echt gelohnt. War erfolgreich. War richtig erfolgreich. Hätte ich nicht erwartet. Was haben wir da? Rauchfahnen. Ja, vielleicht kriegen wir den Einzelfahrer auch noch. Zumindest zu sehen. Schauen wir mal. Den müssen wir auch noch ganz abfertigen hier. Und natürlich schon idealerweise einigermaßen zeitnah, bevor mir die Funksprüche verfallen. Dass wir da noch die ganze Ausbeute bekommen, wäre natürlich auch nicht so schlecht. Hartnäckig sind sie alle, ne? Wie sie alle hier so schräg drin hängen. Das Heck schaut noch ein bisschen raus. Wahnsinn. Also, ist natürlich keine lustige Situation. Möchte ich nur anmerken, aber es ist schon ein bisschen skurril heute, oder? Und ich kann es immer noch kaum glauben, also das mit den 7 Kriegsschiffen. Naja. Gut, also nochmal kurz zur Gesamtübersicht. Wir lassen jetzt einfach hier ein bisschen schneller laufen. Warten mal, bis der Sauerstoff wieder gut ist. Ah, und wir schauen mal, dass wir den Kurs von ihm hier vielleicht eingefangen bekommen. Also auf jeden Fall ist er auch unterwegs Richtung Großbritannien. Erstmal ganz groß. Sichtkontakt, kleine Gruppe, Kriegsschiffe. Okay, die nehmen wieder Kurs auf Amerika, oder? Auf Nordamerika. Die begeben sich zurück zu ihren Häfen. Hier gibt es ja auch nichts mehr zu tun. Gut, sie könnten jetzt noch... Ich meine, die sind ja noch nicht abgesoffen hier, ne? Aber okay, das ist wohl nicht im Spiel drin. Hier, das sind halt auch Kriegsschiffe, die hier wegfahren. Ich denke, wir haben wirklich alle Frachter erwischt. Okay, Schnorchel wieder einfahren, nur aus Vorsichtsmaßnahme. Oh, der kommt ja sogar schon hier in Sichtweite. Oh. Okay, dann nehmen wir den einfach so noch mit. Also das ist jetzt aber also glatter Selbstmord, oder? Da schipper ich, da mache ich doch einen großen Bogen außenrum. Und die Kriegsschiffe verziehen sich halt einfach und lassen den hier voll ins Verderben laufen. Ich meine, vielleicht, okay, vielleicht denken sie tatsächlich, dass sie uns versenkt haben irgendwie mit dem Täuschkörper. Das, aber, also das ist jetzt schon ganz komisches Verhalten, oder? Die lassen einfach einen Frachter hier reinschippern, genau in das Gebiet, wo gerade 5 ihrer Frachter, ja, noch nicht ganz versenkt wurden, aber de facto versenkt wurden. Da fahren die jetzt einfach rein. Das ist ja der pure Wahnsinn. Okay, gut, den nehmen wir jetzt einfach noch mit. Der wird auch direkt versenkt. Aber ich würde tatsächlich noch mit einem Aal dran gehen. So, wir bringen den hier mal in Sichtweite, ganz gemütlich. Langsame Fahrt voraus. Herr Weber, wie sieht's aus? Müsste ja schon zu sehen sein hier drüben irgendwo. Na, wo ist er? Da, oder? Da ist die Rauchfahne, glaube ich. Ah, der müsste eigentlich schon näher dran sein. Da. Das wird er sein, oder? Lala, der ist aber auch nicht gerade klein. Ist das der richtige? Ja. Den nehmen wir jetzt einfach noch mit. Ist ja Wahnsinn, oder? Was hier passiert, Leute. Also ganz ehrlich. So, wen haben wir denn da? Kann ich noch nicht... Na?
taucht hier noch nicht auf. Achso, ich muss runter. So viele Wracks und Zeug und Klump. So, Transportschiff steht hier noch. Der ist noch nicht identifiziert. Kleine Fahrt voraus. Der läuft uns halt direkt vor die Rohre. Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert. Ja. Gehen wir hier so schön drauf, auf dem sein Kurs. Hier werden wir nochmal kurz durchwechseln. Ganz entspannte Nummer. Ich glaub das alles nicht. So, Herr Prien. So, Kursgenauigkeit. Wir können auf jeden Fall dem Alten jetzt auch nochmal eine Pause gönnen. Schraubengeräusche, das ist der Rest vom Konvoi. Also sozusagen, das waren ja auch... Ich denke, das waren jetzt wirklich nur noch... Ja, genau, das ist der Geleitschutz. 2 bis 4, 1 bis 3. Das ist das, was übrig ist vom Geleitschutz. Und hier oben wahrscheinlich auch. Na schön. Dann nehmen wir den halt auch noch mit. Wenn sie es nicht anders wollen. Also Entschuldigung, dann haben sie es auch wirklich nicht anders verdient. Wen haben wir denn da? Können wir den jetzt identifizieren? Anhand der Aufbauten. 1, 2. Und hinten hat er jetzt hinten einen. Ich glaube, das müsste ein Liberty sein, oder? Ich glaube, das ist ein Liberty-Ship da. 2 vorne, einer hinten. Ja, kommt schon hin, gell? Tiefgang 7,2. Ja, da wären wir sowieso auch mit einem Aufschlagzünder. Schön aus dem 90-Grad-Winkel das Ding in die Seitenwand jagen. Tiefe 6,5. Und dann ist der weg. Eieiei. Gut. Dann bringen wir es hinter uns. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. Damit er uns ja nicht auskommt. Irre, oder? Ja, das passt genau. Das ist perfekt. Besser geht's kaum. Bisschen langsamer vielleicht. Kursberechnung. Wie schaut's aus? Ja. Vancouver Island. Oh! Portugal! Ach du Scheiße. Dann sollte man den vielleicht eher stoppen, ha? Huh? Ach, shit. Deswegen hat er keinen Geleitschutz und schippert hier einfach so durch. Kann das sein? Nee, kann natürlich sein, dass der unter falscher Flagge fährt. Keine Frage, aber hier jetzt extra aufzutauchen, um da an Bord zu gehen, wenn die ganzen Kriegsschiffe noch in der Nähe sind, ist mir ein bisschen zu risky, muss ich sagen. Dann drehen wir einfach um. Hier haben wir noch 3 Stück zu versenken. Wir beginnen mit ihm hier. Ich denke, wir können damit jetzt auch direkt loslegen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Vancouver Island lassen wir von dannen ziehen. Und kümmern uns mal um die Versenkungen der letzten... Der übrig gebliebenen. So, das dürfte schon genügen. Alle Maschinen stopp. Ah, scheint nichts mehr im Sichtweite zu sein. Von den Kriegsschiffen. Wir verschaffen uns nochmal einen allerletzten Überblick. Nee. Alles gut. Und wir gehen da jetzt auch nicht mehr an Bord. Ne? Das dauert mir einfach alles viel zu lange. Ich will sofort wieder abtauchen können bei Bedarf. Da ist der Portugiese. Bin ich jetzt mal gespannt. Der ist halt bewaffnet, ne? Ob er auch wirklich ein Portugiese ist. Dann sollte er nicht feuern. Herr Kaloi? Falls er es doch tut. Wir werden sehen. okay, auftauchen. Schnappen wir uns den Alten direkt. Chefsache. Deckgeschütz bemannen, Feuer frei. Dann hoffen wir mal, dass die Kriegsschiffe schon weit genug weg sind. Sonst müssen wir halt schnell wieder runter Alarm tauchen und ab dafür. Na? Dauert noch einen Moment. Und funken müssen wir natürlich. Dringend. Sobald wir alle versenkt haben, werden wir mal dem BDU die frohe Kunde übermitteln. So, wir sind oben. Deckgeschütz bemannen und Aufräumarbeiten.
So, direkt hier vorne, da ist der Portugiese. Wie erwartet, passiert nichts. Okay, sehr gut. Man weiß es ja nicht. Also es gibt ja Schiffe, die mit unter falscher Flagge fahren. Und ich weiß halt nicht genau, wie das ist. Ob die von sich aus auch in Aggression treten würden, frage ich mich. Ist noch nie passiert bislang, ne? Aber ist ja nicht ausgeschlossen. Ich meine, das wäre natürlich eine super günstige Gelegenheit, ne? Aufgetauchtes Boot. Einfach mal draufhalten. Die sind uns ja von den Waffen her, denke ich, überlegen. Also von den Torpedos mal abgesehen natürlich, aber was Bordkanonen angeht. Wenn die vorne und hinten ein bisschen was verbaut haben. Und wir liegen hier aufgetaucht. So, mal ganz kurz schauen. Der funkt, aber er hat gefunkt. Okay. Ja, kann man eben fast nicht verübeln, ne? Kleine Fahrt voraus. Moment mal. Ja, okay, alles gut. So. Ja, die übrig gebliebenen hier oben, die dürften ja jetzt auch nicht mehr allzu viel benötigen, denke ich mal. Hoffe ich doch. Verstärkung ans Geschütz. Der war nix. Na schön. Auch mal den Ach du Scheiße. Kreiselkompass an, Dieselkompressor an. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, was sagt er? War nicht schlecht bis hierhin, oder? Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Dass sich das so entwickelt? Beileibe nicht. Ich meine generell mit dem Geleitschutz in den letzten paar Unternehmungen, gerade hier an der Küste, also in der Nähe der nordamerikanischen Küste, das lief schon alles echt verdammt gut, aber bei 7 Schiffen, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, also das ist ja auch, okay, der säuft ab, das wird sich auch noch ändern. Und ich glaube auch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, direkt mit dem nächsten Game-Update, da haben sie schon geschrieben. Wurde mir auch neulich in den Kommentaren verraten. Das wird unangenehm in Zukunft. Potenziell unangenehm. So. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Der schaut auch noch ein bisschen raus, oder? Nee, wobei, der ist als Wrack gekennzeichnet. Die beiden nur noch. Und 5 waren es ja insgesamt nur. Funken alle durch die Gegend wie die Wilden. So, beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Wir schnappen uns hier wieder das Deckgeschütz und helfen mal noch ein wenig nach. Sauber. Und auch insgesamt sehr effizient, die ganze Nummer, oder? Wir hatten einen Fehlschuss, aber wenn ihr euch erinnert, das war ja einer von denen, war das jetzt, ich glaube, der Lageunabhängige, oder? Die dann quasi nach einem potenziellen Fehlschuss einfach nochmal so eine Art Suchkurs ansetzen und der hat ja tatsächlich noch getroffen. Das war der pure Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also es funktioniert schon. Nur halt in sehr seltenen Fällen, aber in dem Fall hat es geholfen. Und insofern haben alle Aale getroffen. Und jeder Aal hat dafür gesorgt, dass ein Schiff abgesoffen ist. Auch wenn wir hier halt noch ein bisschen nachhelfen müssen. Aber Bordmunition ist günstig. Und wesentlich besser verfügbar als die Aale. So, das war's auch schon. Ja, ich würde sagen, also wir bleiben auf jeden Fall, ist jetzt mal zumindest der aktuelle Plan, wir bleiben noch ein bisschen hier in der ganzen, in der Region. Ich denke, wir werden uns auch einfach nochmal versorgen lassen. Dann machen wir hier die Tanks nochmal voll. Dann 4 Aale kriegen wir ja übergeben bei der Versorgung. 5 haben wir verschossen, also sind wir fast wieder komplett bestückt. Und wir werden hier sicherlich noch ein bisschen was aufbringen. Wir sind so nah an den beiden Häfen dran, an diesen wirklich bedeutsamen Häfen.
Wir fordern es mal heraus. Also die sollten sich vielleicht ein bisschen was einfallen lassen. U-552 bleibt noch länger in der Region hier. Männer, Männer. Na gut, nochmal einen Überblick verschaffen hier. Ansonsten, das war's, oder? Alles versenkt, was es zu versenken gibt. Funkraum besetzen. 9 Funktelegramme haben wir. 1, 2, 3, 4, 5 Versenkungen. Wahnsinn, okay. 12.591. Das ist auch ganz ordentlich. Na gut, okay. Werte Besatzungsmitglieder, dann soll es das für den Moment gewesen sein. Schauen wir mal, also wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich denke, ich werde einfach den Versorger, sollen wir den schon ansteuern? Ja, eigentlich schon, oder? Ich denke, das macht Sinn. Vor allen Dingen, damit wir auch einfach wieder die volle Anzahl oder fast volle Anzahl an Torpedos an Bord haben. Und dann werden wir einfach schauen, hier noch ein bisschen selbst auf die Jagd gehen. Wir haben ja sowieso die Patrouille noch gar nicht abgespult. Ne? Das wäre mal, glaube ich, vielleicht beordern wir den Versorger einfach in dieses Planquadrat hinein, gehen parallel auf Suche, rundhorchen und so weiter. Und also ich bin mir ziemlich sicher, hier wird es noch einiges für uns zu tun geben. Dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.